üben wir jetzt mal. Der Slogan geht, wir sind hier, wir sind laut, weil man uns das Ganja klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns das Ganja klaut. Wir sind hier. Hallo Berlin. Das ist ja schön, mal wieder hier zu sein in Berlin. Das ist unheimlich unglaublich, was hier alles möglich ist, was ihr hier macht. Das ist wirklich beneidenswert. In Köln haben wir einfach nicht die Lobby dazu, sowas zu organisieren, sowas aufzuziehen. Und wir haben im September letzten Jahres einen Verein gegründet, den Cannabisfolia e.V., um eben doch ein bisschen zu legalisieren. Und das läuft momentan sehr gut. Wir möchten gerne in eigener Sache auf die Veranstaltung aufmerksam machen, auf die Dampfparade. Das ist so im Sinne der Hanfparade hier in Berlin organisiert. Im Prinzip geht es um, möchten wir Menschen ansprechen, die krank sind, die eben nicht hier hinkommen können, weil sie unter schweren Erkrankungen leiden. Die Multiple Sklerose, wie die Tourette-Syndrom, ADHS. Für diese Personengruppe ist das ausgerichtet. Aber auch für Leute, die es einfach nicht geschafft haben, aus zeitlichen oder finanziellen Gründen hier nach Berlin zu kommen. Berlin ist ja nur noch ein ganzes Stück weg. Heute zum Rheinland ist es vielleicht etwas einfacher hinzukommen. Also die Veranstaltung findet am 8.9. statt. Wir haben schon, sind viel am Organisieren momentan. Es sind viele Künstler eingeladen worden, wie DJ World wird kommen, Peter Grimberg wird spielen, Crossplane aus Essen haben wir da und wir haben eine Menge Referate, die vorgetragen werden von Lars Scheimann und Dr. Freddy Rotenherden. Und ja, wir fänden das ziemlich cool, wenn es viel Anklang findet und wenn ihr Bock habt zu kommen. So viel in eigener Sache. Dankeschön.